Grüß Gott zusammen. Mein Name ist Bo Yin. Ich arbeite bei der SUSE Österreich, bin Sales Engineer und habe die Ehre, heute hier bei Ihnen sein zu dürfen, ein bisschen was über SUSE, OpenStack und Container und auch Object Storage zu sprechen. Was habe ich heute vor? Das sind eigentlich drei Themen. Also OpenStack, Object Storage basierend auf Ceph und Docker, Container, insofern ein kurzer Beitrag von mir über unser neues Produkt Container als Service Plattform mit Kubernetes, MicroOS und Docker Support. Ja. Also quasi eine Kubernetes Cluster auf Basis SUSE. Dann starten wir mal mit Infrastructure as a Service. Wer von Ihnen hat schon mit OpenStack zu tun gehabt? Sehr gut. Das sind alles Master-Lehrgang-Studierenden. Okay. Und was für OpenStack haben Sie verwendet? Das höre ich gerne. Das höre ich immer. Ubuntu-basierend oder... Okay. Welcher Release? OpenStack? Icehouse. Okay, also ein bisschen. Okay. Mit Linux Bridge und. Oder OpenVSwitch. Ja. Okay, gut. Ich überspringe alle Marketing-Slides. Das ist nur ein kurzer Überblick über die. Sozusagen unser Zugang zu diesem Thema OpenStack. Ja. Also die SUSE, das kennt ihr bestimmt, zumindest vom Namen her, und all jenen, die schon in den 90er Jahren mit Linux, zumindest in Österreich, sich ein bisschen auseinandergesetzt haben, kennen SUSE bestimmt aus dieser Zeit, so wie ich auch. Und wir haben da natürlich also auf dem klassischen Betriebssystem-Level aus SUSE Linux Enterprise Server, Abkürzung SLES. Die Red Hat heißt es RHEL, Red Hat, irgendwas. Bei uns heißt es SUSE Linux Enterprise Server für Unternehmenseinsatz. Die Gratis-Version, die Community-Version heißt OpenSUSE. Also bei mir auf dem Laptop läuft OpenSUSE, lib 42.2, das habe ich übers Wochenende installiert, weil ich neue SSD-Festplatte bekommen habe. Das geht jetzt ein bisschen alles schneller. Und das SLES ist aber das, was die Unternehmen verwenden, und aufbauend natürlich auf diesem Basisbetriebssystem sind unsere Enterprise-Distributionen, allen voran SUSE OpenStack Cloud in der Version 7, basierend auf OpenStack Liberty Version. Ich merke mir auch diese Release nicht wirklich. Also auf einer der aktuelleren. Und dann sehen Sie auch dieses Thema Software Defined Everything, dazwischen das Produkt SUSE Enterprise Storage, das basiert auf dem Ceph, bekannt soweit, als Community-Projekt, als Object-basierte Software-Storage-Lösung, Ceph. Ja, also ich erkläre das dann, das Prinzip, wie das funktioniert, nachher noch. Und dann zum Container quasi, also weil immer mehr ja Unternehmen sich Richtung Container entwickeln, also man spricht ja von den zwei Modi, ne? Die Gartner hat gesagt, es gibt zwei Geschwindigkeiten, IT der zwei Geschwindigkeiten im Unternehmen, ja, ich spreche jetzt von Enterprise-Unternehmen, Banken, Versicherungen, Industrie, wie sie heute halt im Datacenter heute einsetzen, gibt es die klassische Virtualisierungswelt, das ist das, was auch nach OpenStack, woher OpenStack kommt, und dann gibt es Unternehmen, die sagen, okay, wir stellen unsere Applikationen in Docker-Container um, machen das zu Microservices-Apps und lassen Docker laufen, Container laufen und orchestrieren das, und wir haben, und dann entfällt sozusagen der Virtualisierungslayer. Ne? Also, und weil dieser Trend relativ zügig voranschreitet, entwickeln wir jetzt ein neues Produkt, das heißt Container as a Service, das ist dieses SUSE CAAS Plattform, das kommt ab Juni auf den Markt, und Ziel ist es damit, ein ganzes Farm-Cluster für Docker
Betrieb mit Kubernetes als Orchestrierungsengine bereitzustellen. Dann noch drüber, das ist die oberste Zeile, sehen Sie noch, das eine heißt Kubernetes Magnum, also diese Custom Microservice Applikation, das ist das, was wir jetzt in der OpenStack Distribution liefern. Das heißt, wer heute unsere OpenStack Version 7 verwendet, hat neben der klassischen Virtualisierung mit KVM, VMware, Xen, auch die Möglichkeit durch das Magnum vom OpenStack ein fertiges Image von uns mit Kubernetes und Docker Orchestrierung dabei. Das heißt, ich kann auf einer Private Cloud Plattform, basierend auf OpenStack, darauf sowohl die klassische Virtualisierungs-VM starten, als auch Docker Container orchestriert durch Kubernetes auf virtualisierter Plattform. Ja. Und dann gibt es daneben schon, wir gehen schon einen Schritt wieder weiter, das Plattform as a Service basierend auf Cloud Foundry, wo vor allem SAP sehr stark hier dahinter ist, und mit dem Cloud Foundry werden wir auch ein neues Produkt, das heißt Plattform as a Service Product, herausbringen. Das Ziel ist es einfach, dass wir sind Infrastructure as a Service, das heißt, wir kümmern uns um Virtualisierung, um Netzwerk, Storage etc. Ziel ist es aber, dass die User oder die Anwender auf der Applikationsebene, auf der Plattform als Service-Ebene einfach sagen, ich hätte gerne einen Service. Der Service heißt zum Beispiel Online-Banking, ja, CRM oder eine SAP-Applikation. Und diese instruiert bis nach unten Infrastructure as a Service und sagt, ich brauche für den Service jetzt on demand 20 Docker-Container gestartet, orchestriert. Oder ich brauche 20 virtuelle Maschinen. Ja. Das ist genau diese Story, die dann Hand in Hand zusammenspielen werden. Das kommt dann auch. Gut, eigentlich wollte ich mich schon hinsetzen, irgendwas live machen. Überspringen. Vielleicht bevor ich OpenStack, also unser SUSE OpenStack live zeige, ein paar Worte noch. Es gibt ja für, also OpenStack eigentlich haben die meisten Großunternehmen den Bedarf für OpenStack, für eine Private Cloud, ja, um Kosten zu sparen, um Synergien, Flexibilität zu erreichen. Wenn die Unternehmen sich Gedanken darüber machen, was für OpenStack sie verwenden, dann stellt sich, so wie beim Betriebssystem, auch im Moment nur die zwei Fragen. Wer liefert sowas für Unternehmenseinsatz? Und da gibt es nur heute, ja, hauptsächlich Red Hat, SUSE, genauso wie beim Betriebssystem. Und wir haben eben eine SUSE OpenStack Distribution, die von uns qualitätsgesichert und supportet wird. Ja, und der Bedarf ist steigend. Ja. Viele Unternehmen hatten in den letzten Jahren eher Angst gehabt, war zu komplex, ist auch noch komplex, noch immer zu komplex, aber trotz allem. Ich bin jetzt zum Beispiel in Österreich bei einer Behörde, die interessieren sich für Cloud, Private Cloud, um einfach Kosten zu sparen. Ja, mit dem Einsparungsziel von -30% pro Jahr ist das sehr fordernd, und die Behörde sucht nach allen möglichen Wegen, um Kosten zu sparen. Und diese OpenStack könnte Ihnen dabei helfen, nicht nur die, sagen wir mal, relativ veraltete VMware ESX-Server wieder ins Leben zu rufen, wieder zu einer Verwendung zu finden, sondern auch Lizenzen bei VMware, bei proprietären Hypervisor hier einzusparen. Darf ich noch nicht nennen. Ist in Wien. Ja, genau. Also hinter dem Ganzen ist, ja, die Frage ist, ob ich eine Subscription kaufen muss, ja. Kostet Geld, ja. So. Was ist dann der Mehrwert von SUSE? Ne? Es gibt Red Hat, SUSE, vielleicht auch noch was anderes. Warum soll ich jetzt mich für SUSE entscheiden? Ne? Die SUSE ist immer darauf bedacht, Dinge einfacher zu machen. Das heißt, darum habe ich gefragt, welche Release, worauf basierend haben Sie Ihren jetzigen, den OpenStack installiert, weil
Das ganze OpenStack, muss man ehrlich sagen, ist höchst komplex. Ja? Das befasst Themen wie Storage, Netzwerk, Virtualisierung, Betriebssystemadministration. Das heißt, das alles, wenn Sie jetzt zu dritt machen, vereinen Sie quasi ein komplettes Datacenter. Ja, alles, was im Datacenter notwendig ist, müssen Sie sich auskennen damit und damit befassen. Das heißt, SUSE ist, es gibt so ein von Dell damals erfundenes Projekt, das heißt Grover, für das Deployment von OpenStack. Und das hat SUSE dann, hat dann mit partizipiert und hat darauf bauend ein Deployment entwickelt, das heißt Grover. Das werde ich gleich damit beginnen und herzeigen. Grover auf Englisch oder auf Deutsch, wisst ihr, was das heißt? Genau, das Brecheisen. Ja, und damit können wir einfacher, schneller deployen. Was das heißt, zeige ich euch. Und was auch besonders wichtig ist im Unternehmenseinsatz, ist eben High Availability. Das heißt, wer OpenStack kennt, weiß, dass wir von Controllerknoten sprechen, von Netzwerkknoten. Das sind lauter Single Point of Failure. Wenn auf dem Controllerknoten der Keystone-Authentifizierung oder der Database weg ist oder auf dem Netzwerkknoten der Netzwerk- oder Neutron-Server ausgefallen ist oder irgendwas nicht mehr stimmt, dann geht quasi fast nichts mehr. Und dafür sollten diese Komponenten in einer Hochverfügbarkeit setzen. Und das war schon immer eine SUSE-Stärke, Clustering-Technologien mit Pacemaker. Und wir haben das auch in diese OpenStack-Distribution reingenommen. Ja gut, lass uns ein bisschen live anschauen. Also ich habe alles bei mir auf dieser USB 2.0 Festplatte laufen, also mein ganzes Datacenter. Da habe ich jetzt ein Admin, ich weiß nicht, wie gut noch von hinten zu lesen, zu sehen ist. Bei mir ist alles KVM als Hypervisor. Das ist mein Admin-Server, dann gibt es zwei Compute-Node, ein Controller-Node und ein Netzwerk-Node, also auf das Minimalste konfiguriert. Es geht ja noch kleiner, also dass ich alles auf einem laufen habe, das geht auch. Ja. Macht aber keinen Spaß. Ich habe von Grover geredet, das heißt, der Einstiegspunkt von SUSE OpenStack Cloud ist diese Grover. Also das heißt, was ich mache, ist als erstes, ich deploy oder installiere auf einer Maschine ein Betriebssystem vom Typ SLES natürlich und darauf installiere ich das Grover und danach habe ich so dieses Web-Interface für das weitere Deployment von OpenStack-Knoten. Wir reden jetzt nicht... Genau. Ja. Das heißt, jede Maschine, die dann gemanagt wird. Ich mache nochmal, ich habe ja noch so ein Beispiel, mir fällt gerade auf, ich habe dann noch so einen Knoten, den starte ich mal. Der macht ein PXE-Boot. Genau. Und hat bereits ein TFTP-Image. Ist das okay noch vom Sound her? Gebootet. Das ist das Image, das wir liefern. Ist ein bisschen leiser geworden, oder? So. Und wird dann ein paar Sekunden später hier auftauchen, als ein Host mit MAC-Adresse. Was hier passiert ist, der hat jetzt einfach mit einem minimalen Image gebootet. Wo ist das? Er discovert die Hardware, was ist das für eine Maschine, etc., etc., findet die Festplatte, meldet das alles zurück an den Admin-Server. So, na, da ist er schon. Also, und dann wird er noch zum Blinken beginnen, quasi, dass er fertig discovered ist. Und dann kann ich auf den klicken und sofort mit einem Betriebssystem deployen und sagen, ab dem Moment bist du mein Compute-Host oder Network-Host oder... Ja. Das nur so nebenbei gesagt. Das wollte ich, aber ist nicht mein Ziel von dieser Live-Präsentation. Als nächstes, was ich dann machen muss, ist sozusagen die ganzen, was Sie wahrscheinlich mühsamerweise in VI-Editor an Configs geschrieben haben,
bieten wir hier über OpenStack, alle Configs werden in sogenannten Barclamps konfiguriert und dann deployed. Ja. Also das Crawler ist nur als ein Frontend, als interaktiver Frontend mit mir als Admin. Ja. Ich sage zum Beispiel, Crawler ist ein Open Source Projekt, ist auch Open Source verfügbar. Ja. Einfach Crawler eingeben. Gibt es GitHub, alles da. Also alles, was SUSE macht, ist Open Source. Es gibt nichts, was SUSE macht, ist nicht Open Source. Oder alles ist Open Source. Also Open, wir sagen immer, wir sind Open, Open Source. Ja. Open und Open Source heißt nicht nur, dass der Code dann freigelegt wird, sondern das, was wir tun, ist rein Community-driven. Ja. Das heißt, wir arbeiten sehr stark mit Community und was die Community an Sachen macht, wir nehmen das aus der Community und machen das noch einmal Qualitätssicherung, Enterprise-reif, sage ich immer, und stellen das den Unternehmen zum Einsatz zur Verfügung. Ja. Und wir liefern natürlich für die Unternehmen Support. Wenn er OpenStack verwendet und ein Problem hat, kann er bei uns anrufen, wir fixen die Bugs. Aber falls wir einen Bug fixen im OpenStack, dann kontributieren wir auch zurück in die Open-Source-Community. Ja, SUSE ist ja Platin-Member vom OpenStack. So. Beispielsweise Neutron, mein Top-Thema ist ja Neutron. Neutron heißt, wir schauen uns Neutron kurz an. Ich habe hier zum Beispiel konfiguriert, ich verwende das Plugin ML2 vom OpenStack und nicht VMware, wir unterstützen auch VMware NSX, wenn Ihnen das was sagt, als Software-Defined Networking-Komponente von der VMware, ansonsten verwenden wir ML2. Open vSwitch ist ja genau diese Open-Source-Komponente für das Software-Defined Networking, wenn man so schön sagt. Cisco Nexus gibt es ja noch und bei mir, ich habe dann als Layer 2 Treiber neben WLAN auch VXLAN gewählt. Ja. Das ist genau die Sache, über die ich heute sprechen möchte. Das ist genau der Mehrwert WLAN, VXLAN. Ja. WLAN ist für Sie ein Begriff. Warum aber VXLAN? Ja, ich bin jetzt wirklich auf Kunden gestoßen, also prinzipiell mal VLAN, virtuelles LAN. Wenn ich einen großen Switch habe, kann ich da drinnen kaskadieren und sagen, die Ports gehören zu einem WLAN. Ja, mit der WLAN-Nummer, keine Ahnung, 33. Aber diese WLAN-ID hat ein Limit, ja, bis zu 4096. Das heißt, gerade im Private-Cloud-Bereich, wenn jetzt, denken Sie sich an das Beispiel Amazon, wenn Sie zu Amazon gehen, plötzlich Sie zwei VMs haben wollen, der nächste geht um drei VMs, sie haben ihr eigenes Netzwerk, der andere auch. Irgendwann reichten diese Range von VLAN nicht mehr aus. Und VXLAN ist noch einmal eine Virtualisierung oder eine VXLAN auf Softwarebasis fließt durch den sogenannten VXLAN-Tunnel und da drinnen kann ich bis zu 16 Millionen WLANs definieren. Ja, deswegen VXLAN. Also rein softwarebasiert. Und das unterstützen wir seit dieser Release. Und wenn ich VXLAN habe, dann kann ich, wenn ich jetzt zu meinem OpenStack gehe, zum Horizon Dashboard, also bei mir ist ja alles schon installiert, deswegen hat man auch das Horizon End User Dashboard, kann ich in mein Projekt gehen, ich habe ja da schon zwei gestartet gehabt, die sind jetzt da, ich starte mal eins. So, kurze Erklärung. Ich habe hier vier Netzwerke. Das erste Netzwerk mit diesem Segment ist ein Public-Netzwerk. Ja, das Public-Netzwerk, in dem ich auch mein Floating-Range definiert habe. Floating heißt, wenn die VM später auf OpenStack läuft, bekommt er eine Private LAN, also in einem Private-Netzwerk standardmäßig eine IP.
die ist von außen nicht mit dieser IP-Adresse erreichbar. Wenn ich möchte, dass der User, ein Student, auf diese VM zugreifen kann, verknüpfe ich diese VM mit einer Floating IP. Zeige ich einmal, wenn das alles geht. Die ersten Kollegen gehen jetzt schon. Ah, das läuft. Dann starte ich auch den zweiten. Läuft er auch? Nein. Läuft, oder? Achso, bin falsch. Gehe in das Projekt Instances. Das erste läuft, das zweite starte ich auch. Was Sie hier sehen ist, ich habe hier zwei virtuelle Maschinen gestartet, okay? Basierend auf diesem minimalen Zero-OS-Image. Das Image hat eine IP von 10.10.10.14 und hat eine Floating IP von 192, 168, 126, 135. Das ist notwendig, sonst könnte ich nicht die VM von außen erreichen. Ja. Jetzt kann ich mich dort einloggen, sage SSH, CIR-US ist der User, at 192, 126, was war dann? 135 zum Beispiel. Yes. So, jetzt bin ich drinnen. Ja. Also ich bin jetzt in dieser VM drinnen, aber wenn ich innerhalb dieser Maschine mir die IP anschaue, dann sehen Sie, der hat die IP 10.10.10.14. Okay? Wow, wenn man jetzt genauer wissen will, wie der ganze Flow funktioniert, eigentlich wollte ich mit Ihnen das durchgehen, aber scheinbar ist es zu kompliziert, oder? Aber ja gut, Sie verstehen das ja. Das ist tägliches Brot. Das Beispiel, das ich Ihnen kurz erklären möchte, befindet sich hier. Das ist das sogenannte Netzwerkdiagramm, also der Datenfluss, das Datenflussdiagramm im OpenStack, wie diese Encapsulation funktioniert. Was ich habe, ist VXLAN, das heißt, wir müssen uns dieses Bild anschauen. Genau. So, das passt gut. Also, Compute Node, wir haben hier in der VM ein ETH 0. Okay? ETH 0, das ist, das haben Sie gesehen. Hier, ETH 0, IP-Adresse 10.10.10.14. Dieses Netzwerkinterface ist mit dem Tab-Interface, ein anderes Interface, auf der physischen Maschine von Compute Node hier quasi repräsentiert. Und das ist in einer Linux-Bridge drinnen, wo zwischen den beiden Interfaces Port QVB, QVB steht für Quantum Virtual Bridge, verbunden ist, aber dazwischen ist die Firewall, IP-Tables. Das heißt, in der IP-Table habe ich definiert, wie diese Maschine von außen, also welche Ports freigeschaltet sein sollen. Darf ich die Maschine pingen, HTTP, SSH etc. Ja, die sind hier definiert. Und dann geht von QVB dann weiter der Strom in eine andere Bridge, das ist eine Open vSwitch Bridge definiert, die heißt üblicherweise überall BR-INT. Kann man das noch halbwegs lesen von hinten? Aha. Ich habe das noch größer gemacht. Wo ist das Bild dann? Da. Ja. Das fließt dann weiter in die Integration Bridge rein. Und die Integration Bridge, da habe ich wiederum ein Interface, das heißt Patch Tunnel. Und ich habe ein WLAN Bridge. Jetzt vergessen wir mal dieses WLAN Bridge, das ist nur für normales WLAN. Wir reden über jetzt VXLAN. Das heißt, hier gehen die Daten über dieses Interface an das gegenüberliegende Pärchen, das in der Bridge BR Tunnel steckt. Dieses Pärchen hier wird verwendet auf Linux als FAT-Pair, Virtual Ethernet Pair. Ist das ein Begriff?
Also ich kann dort eine Leitung erzeugen. Hat zwei Ende. Das eine Ende steckt in einer Bridge, das andere Ende in der anderen Bridge. Damit habe ich zwei verbunden, die miteinander IP-mäßig. Ja. So, dann habe ich diese hier und das macht dann, hat ein Interface und schickt die Daten über dieses Interface an den Netzwerkknoten. Ja. Wie schaut das bei mir so aus? Das ist jetzt die VM. Wir können einmal die anschauen. Ich bin jetzt, machen wir Exit. Also ich bin jetzt auf dem Admin-Node, deswegen heißt der BJ-Admin. Und von dem aus gehe ich in das BJ-Network-Knoten hin. Und hier habe ich ein Namespace, das heißt, im jeweiligen Netzwerk gibt es einen Router, einen DHCP-Server, einen Metadata-Dienst und die sind in sogenannten Netzwerk-Namespaces unterteilt. Ja. Vielleicht ist das, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, nur geläufig für diejenigen, die Network Namespace kennen, aber für diejenigen, die mit Network Namespaces noch nicht bekannt sind, ist das wahrscheinlich schwierig, das hier zu folgen. Also es gibt ja auf Linux neben IP-Address, ich sehe hier, welche Interfaces erzeugt sind und definiert sind, das ist alles wunderbar. Dann habe ich sogenannte Network Namespaces, das sind Encapsulation von bestimmten Dingen. Ich kann sagen, ich baue mir eine eigene virtuelle Netzwerkumgebung auf und da drinnen wieder eigene Interfaces. Ja, das kann ich definieren. Und das nutzt OpenStack sehr stark. Zum Beispiel dieser Router. Also ich habe hier drei Router, die sind benannt nach Quantum Router und dann DHCP Server. Wenn ich mir so einen NetNSExec mir anschaue, der ist nicht. Ja, da. Zack. Ja, und dann sage ich IPA, dann haben wir einen ganz anderen Output. Das heißt, zeige mir deine IP-Interfaces innerhalb dieses Namespaces. Das ist ein ganz anderer Output als vom lokalen Netzwerk. Ja, und da sehen wir jetzt hier zum Beispiel ein Quantum-Router-Interface. Das heißt, der Router hat ein Beinchen in meinem 10.10.10.0-Netzwerk. Das sieht man hier. Und der hat ein Beinchen in dem Public-Netzwerk 126.133. Ja. So, und was wollte ich noch zeigen? Genau. Und das Wichtigste ist natürlich Open vSwitch. Das heißt, wie kommt das Software-Defined Networking zustande? Das ist dann dieses OVS für Open vSwitch. VSCTL, Control, Show. So, jetzt sehen wir, zeige mir alle Bridges und Interfaces, die auf diesem Open vSwitch, also auf diesem virtuellen Software-Switch angelegt und definiert sind. Und dann sehen wir genau hier diese ähnliche Benamsungen. Wo war das? Wir haben hier ein BR-Int, okay, das ist hier. Wir haben hier auch ein BR-Int. Das ist eine Bridge. In der Bridge sind mehrere Interfaces angelegt. Ja. Das ist einmal ein Gateway-Interface mit einem Beinchen von einem der drei Router. Das Tab-Interface ist genauso ein Tab-Interface, das ist bildlich so erklärt. Im BR-Int zum Beispiel hier ein Tab-Interface von einem Namespace, das ist, wir sehen das falsche Bild, das ist beim Netzwerkknoten der Fall, genau hier. Wie erzeugt diese Knoten? Ist das da Kommando wie OpenFlow? Oder? Genau, genau. Grundsätzlich sind das sind diese Kommandos, beziehungsweise über API werden diese erzeugt. Ja. Das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt auf GUI-Konsole-Ebene, Zeit vergeht, wenn man live was macht. Ich mache jetzt eine kleine Demo. Wir haben hier schon vier Netzwerke. Ich definiere ein neues Netzwerk. Das heißt Fachhochschule Burgenland. Ich sage Create Subnet
und das ist kein Shared, also ich möchte nicht mit anderen Kunden Tenants teilen. Gehe auf Next und dann mache ich ein Subnet, das heißt FH Urgenland Subnet 1. Netzwerkadresse können wir uns aussuchen. Wir machen, ja, was machen wir? 30.0/24. Ohne Gateway. Und wir starten ein 30.30.30.10, also DHCP-Range, bis 30.30.30.100. Das ist mein DHCP-Range, DNS habe ich nicht. Okay, so. Und was brauchen wir noch? Ein Router, damit wir dann auch von außen erreichen können. Dann gehe ich zum Router und erstelle einen Router. Das heißt Router FH Burgenland. Select Netzwerk, mit dem Floating verbinden bitte, Create Router. Und da muss ich noch bei dem Router ein Interface erstellen für das FH Burgenland Netz. Das ist unser Router. Und da gehe ich zum Interface und sage Add Interface. Das kann man natürlich auch alles auf Command Line oder direkt über API ansteuern und erstellen. Dann sage ich, ja, verbinde bitte ein Interface mit FH Burgenland 30.30.30. So, wenn wir jetzt zurück auf den Netzwerk-Host gehen, NetPNet NS, haben wir jetzt, die ersten zwei sind die neuesten, ein DHCP-Namespace und ein Router-Namespace. Für den Router, den ich jetzt erstellt habe, und der DHCP-Namespace. Wenn ich jetzt ein Interface starte, ein Instance, also eine VM, kann ich das im GUI machen, das ist, kann ich noch ein bisschen erklären, das heißt FHBVM1. Next. Vom Volumen, sondern von Image. Flavor, also Sizing. In welchem Netz? Natürlich das Beispiel FH Burgenland. Ohne Ports-Spezifizierung. Security-Gruppe, also die Firewall-Regeln. Key-Pair zum Einloggen eventuell. Und ich kann auch ein paar Skripte hinterlegen, aber hauptsächlich Launch. Dann wird diese dritte VM jetzt gestartet in diesem 30.30.30.18 Netz. 30.30.0 Netz. Hat es schon eine IP allokiert bekommen, das ist die IP 18. So, irgendwann ist die fertig. Mir da mal da anschauen, in der Konsole, auch hier, Log. Ja, ziemlich schnell gestartet heute. Ist schon am Login, sehr gut. So, damit ich das von der Kommandozeile aus erreichen kann, sage Associate Floating IP, jetzt verbinde ich, jetzt wird ein Router benutzt. Ja. Das heißt, verbinde bitte, also assoziiere oder zuweisen eine IP an diese VM aus dem Floating-Netzwerk. Ich habe keine IP mehr, kann ich eine allokieren, sofern noch da was frei ist, genau, Allocate IP. Jetzt habe ich eine IP von 126.138, associate. So, die IP, da aussteigen, ping minus 2, erreichbar. So. Ich bin drinnen, ja. Der hat die IP 30.30.18. Das heißt, jeder Kunde, ja, wenn ich jetzt sage, FH hat zwei Standorte, sagen wir, es gibt einen Kunde, das heißt FH Burgenland, Pinkerfeld, Eisenstadt, die können getrennte Netze haben, die können getrennte, alles getrennt haben. Ja. Das ist die Multi-Tenancy, diese Spezialität und Flexibilität. Und ich, was besonders, das Beispiel, was ich gebaut habe, ist eigentlich, das sieht man ja auch innerhalb eines Kunden, wenn ich jetzt innerhalb eines Netzes bin, so wie hier, ich habe jetzt innerhalb eines Kunden zwei gleiche IP-Segmente in Verwendung. Der hat 10.10.10 und der hat auch 10.10.10.
Ja? Wir haben unterschiedliche Segmentation-IDs oder sogenannte unterschiedliche VXLAN-ID. Die sind hier sichtbar. Also wenn ich auf Admin gehe, Netzwerk, bitte? Die reden nicht miteinander, außer wenn ich die, also mit Router kann ich auch nicht verbinden, weil der verbietet mir 10.2, 10.10.10. Aber wenn wir uns diese anschauen, zum Beispiel das FH Burgenland. Genau. Dann geht's. Ja, dann kann ich ein anderes Public-Netz angeben, physisches Netz. Also Sie sehen hier diese Segmentation-ID 6098. Ja, das ist eine VXLAN, virtuelle LAN-ID. Ja, dadurch wird das Ganze getrennt. Ja. Tief auf der quasi Open vSwitch-Ebene kann man das Ganze auch veranschaulichen, indem man macht wie zum Beispiel OVS OpenFlow, ne, CTL. Also noch einmal zur Erklärung, wir haben hier diese BR-Int, okay? Das BR-Int ist die Integrationsbridge, da kommen alle rein. So, und das BR-Int schickt dann die Daten weiter, wenn das ein VXLAN-Datenstrom ist, dann geht das an die Bridge BR-Tunnel. Und im BR-Tunnel habe ich im Moment zwei VXLAN-Interfaces, weil ich zwei Compute-Hosts habe. Das heißt, der hat zwei, der redet mit anderen Hosts, ja, und das ist der Tunnel, der jetzt geschaffen ist. Und innerhalb dieses Tunnels können die Daten mit diesem Segmentation-ID 6098 und so weiter durchgetunnelt werden, durchgeschickt werden. Das heißt, wenn man mit Wireshark das TCP-Paket anschaut, dann habe ich einen inneren Teil, da steht drinnen nach 10.10.10.13. Okay? Aber der äußere Teil von dem TCP-Paket steht Source-IP, was habe ich da für Source-IP? Das sehen wir hier. Ups, nein. Hier, ja, Source-IP 192, 168, 130.xx will nach 103, da steht, will nach 192, 168, 130.11 und umgekehrt auch. Das ist die äußere. Ja. Und der macht dann das auf und schaut hinein, aha, also erst wenn das beim Open vSwitch Flow ist. Das sieht man dann auch hier. OVS, Open Flow, CTL, Dump, Flows. Wenn wir diese Tunnel anschauen, dann sind das noch sogenannte, das ist ein Software-Switch. Ja. Ein Software-Switch und mit Ports, dann sehen wir hier, also das kann man hier jetzt aufgrund der Zeit auch schwer im Detail anschauen und erklären im Detail. Also der arbeitet mit sehr vielen Tables und jede Table hat wiederum Rules. Und hier sehen wir, dass wenn jetzt Table 0 Daten kommt vom Port 1, die Action heißt Resubmit zu 2. Resubmit zu 2 heißt, der geht dann zur Table 2. Wo ist die Table 2? Da ist die Table 2 und in der Table 2 ist wiederum definiert Destination, Action, Resubmit zu Table 20 und so durchläuft der Datenstrom durch diese Policies, sodass es am anderen Ende erreicht werden kann. Ja. Ist sicherlich jetzt für den Rahmen viel zu detailliert. Aber das ist das sogenannte Software-Defined Networking, was auf alles auf Betriebssystemebene passiert. Und als Nutzen und Ergebnis haben Sie ja gesehen, ich kann beliebig viele Netze definieren, sogar gleiche Netze innerhalb eines Kunden. Router wurden definiert, der Switch wurde virtuell definiert, angelegt. Ja. Es ist Zeit, zu einem anderen Thema zu gehen. Ich habe nicht gedacht, dass die Zeit so schnell vergeht. Ist das Thema Docker. Docker kommt aus dem, jetzt kommt ein bisschen Präsentation. DevOps, das kennen Sie, und aufgrund und entlang des DevOps
bieten wir, liefern wir auch schon sehr viele Tools dazu. Ja. Jemand hat mir gesagt, es gab der Referent von vorhin, er mag SUSE Toolings. Die SUSE Tools zum DevOps rund um Container, Software Defined Networking sind hier auch zum Großteil, zu 99% public verfügbar. Ja. Das heißt, ein paar Beispiele habe ich hier vorbereitet. Also zum Beispiel, wenn jemand viel programmiert, Libraries braucht, Programme braucht, gibt es hier in dem Bereich Coding ein paar Tools. Das möchte ich nur ganz kurz zeigen. Allen voran mein Lieblingswerkzeug, das Open Build Service. So. Im Open Build Service, das ist, jeder kann dort ein Login machen und dort reingehen, kann sein eigenes, kann seine eigens entwickelte Programm den Source Code hier hochladen und zum RPM bauen. Ja. Was er braucht ist dazu, er legt ein Projekt an, lädt seinen Source Code hoch, lädt seine Spec-Files, um eine RPM zu bauen, braucht man einen Spec-File, einen Specification-File, und dann wird automatisch, zum Beispiel was das letzte, was ich gebaut habe, war, was hier war das? IceVM, genau. Da wollte ein Kunde zum Beispiel etwas haben, IceVM in einer höheren Version, und ich habe das dann alles hochgeladen, die Spec-File habe ich vom Upstream kopiert, etwas angepasst, und was wir hier liefern, ist automatisch, ich definiere für welche Systeme, für welche Betriebssysteme, für welche Version ich das kompilieren möchte. Ja. Und es wird dann automatisch in der Cloud quasi, also in der SUSE, in unserem Datacenter in Nürnberg, dann automatisch gebildet und gebaut. Wenn das erfolgreich ist, habe ich dann automatisch mein Repository. Dann kann ich da drauf gehen, auf Repos, zum Beispiel, ich hätte gerne mein Repository /12sp1, ja, go to download Repository, der baut, legt auch automatisch ein Repo für mich an, ja, das ist das URL, und jetzt kann ich sagen, ich sudo zipper add repository URL, das ist mein bo-gene-test. So. Jetzt wurde das Repo einfach auf meinem Linux hinzufügt und ich kann Zipper install RPM Produktname angeben und installieren. Ja. Ist das euch bekannt? Open Build Service von SUSE? Viele verwenden das, nicht nur SUSE, sondern auch Red Hat User. Weil darauf kann, also wichtig ist, das ist eine Plattform, wo ich RPM bauen kann. Und auch verschiedene CPU-Architekturen. Ich kann das bauen für x86, ARM-Prozessor, Power, ist alles supported. Also ARM ist neu, weil wegen Raspberry Pi, das ist ganz cool. Gut. Das nächste, SUSE Studio, das habe ich noch gar nicht eingeloggt. Da drinnen kann ich Images bauen. Images, also Betriebssystem-Image, fertiges. Ist auch völlig for free. Einfach Login-Account, also dieser Login-Account, den Sie einmal erstellen für SUSE, das gilt auch für Open Build Service, das gilt auch für Studio. Und da können Sie einfach aus einem bestehenden Vorlagen, von einer vorhandenen Vorlage oder von anderen User ein Image nehmen. Das sind drei jetzt von mir. Und einfach sagen, ich hätte gern die und die Pakete, das ist die Basisversion vom Betriebssystem. Ich habe drauf geklickt, dauert einen Moment, bis das kommt und kann dann da drinnen Images bauen. Und am Ende habe ich ein fertiges QCOW-Image, ein VMware-Image, ein USB-Live, wie nennt man das, bootable USB-Disk, kann anstecken und installieren. Also sehr komfortabel für, ja, also hier kann ich wählen, hinzufügen, so an Software. Ich kann Konfigurationen setzen, Netzwerk, User hinzufügen. Das ist besonders vorteilhaft, wenn man sich mit OpenStack beschäftigt. Weil wenn OpenStack einmal fertig installiert ist, dann stellt sich die Frage, ja, wie baue ich ein VM-Image? Ne? Von wo kriege ich mein VM-Image? Was mache ich damit? Man kann hier hingehen und dort sein eigenes Image bauen. Und das sind die unterschiedlichsten Formate als Output. Ja, wir liefern sogar das als Azure Amazon Images. Also wir können sogar solche Images bauen, dass Sie dann dort bei Ihrer Public Cloud hochladen können zur Verwendung. So,
Und das nächste ist auch das Package Hub. Also wer OpenSUSE benutzt oder SLES benutzt, kann auch gerne Open Hub, Package Hub verwenden. Das ist noch einmal eine Mischung aus Community und SUSE Enterprise Package Repository, wo Pakete drinnen sind für Entwickler, die wir nicht normalerweise liefern, aber von vielen Community-User benötigt werden, und sie sagen dann zum SUSE, bitte, wir brauchen diese Pakete, bitte liefert das, ja, also auch qualitätsgesichert. Gut, dann, ihr merkt, ich gebe jetzt Gas, ja, wir gehen zum Container als Service-Plattform. Das Container als Service-Plattform ist ein Produkt von der SUSE, das besteht aus drei Main-Komponenten. Ja, aus einem Betriebssystem, SLES, aber aus einem minimalen, ja, Micro-OS nennen wir es. Nicht, Micro-OS steht nicht für klein, sondern es ist eher, es hat das, den Zweck und das Ziel als Single-Purpose-OS. Also es ist anders als ein normaler Linux. Du kannst installieren, kannst Apache Webserver installieren, kannst Container machen, kannst OpenStack installieren. Das ist fokussiert auf genau einen Zweck als Docker-Host. Dann liefern wir Kubernetes als Orchestrierung, das heißt, es ist dann auto-deployed. Ein Kubernetes-Master zu installieren ist nicht so leicht, und wir liefern schon ein fertiges Template, und damit mit diesem Salt als Configuration Management deployen wir Kubernetes. Ja. Minimum Einsatz bei 25 Physical Hosts. Das heißt, ich habe 25 Maschinen hier bei mir, mit einem starte ich als Admin, und der hat dann Salt Master, und das mit dem, über Salt sage ich, okay, nimm jetzt einen als Kubernetes Master, dann bist du der Master, und die anderen haben dann auch dieses MicroOS über Pixie-Boot installiert bekommen, und der Kubernetes beginnt jetzt diese, sagen wir mal, 23 anderen Hosts als Pods Hosts zu verwenden und Docker-Container zu deployen und zu orchestrieren. Ja. Ein besonderes Merkmal von diesem, wo kommt diese Slides, nichts mehr. Ein besonderes Merkmal bei diesem Micro-OS ist eine neue Technologie, die wir da einbringen, das ist diese Transactional Updates. Wer Ubuntu viel macht, vielleicht kennt das von Ubuntu, aber unser Verfahren ist ein bisschen anders, aber ähnlich. Runter, damit das ein bisschen leiser ist. Ah, okay, super. Transactional OS bedeutet, im klassischen Fall, wenn ich jetzt einen Server patchen möchte, dann sage ich Zipper install patch oder YAML, was auch immer. Okay. Und das dauert. So, und das dauert, und wenn er fertig gepatcht ist und auch Kernel-Update dazwischen ist, dann muss ich auch noch das System rebooten. Bei Docker und bei, sagen wir mal, Cluster-Tool-Environment wollen wir möglichst wenig Downtime und wenig schnell updaten und möglichst wenig rebooten oder nicht zu rebooten. Und das setzt SUSE das ButterFS-Filesystem ein, als Copy und Write, und macht daraus nicht wie klassisch, bitte installiere ein Patch, sondern wir machen ein Transactional Update. Das heißt, über das Feature Copy und Write von ButterFS erstellen wir ein Snapshot. So, das machen wir bereits heute auf OpenSUSE Lib, das auf meinem Notebook mache ich hin und wieder vor dem Patch-Vorgang ein Snapshot. Read-only-Snapshot wird erstellt. Wenn jetzt der Patch-Vorgang kaputt gegangen ist, das System nachher nicht mehr booten kann, mache ich ein Reboot. Im Grub-Bootloader habe ich schon die Auswahl, auf welchen früheren Snapshot ich gehen möchte. Zack, ich wähle den vorherigen Snapshot, boote das, und bootet in Read-only, und ich mache noch ein Command Set Default Snapshot Nummer 3, und wie als ob ich die ganzen Patches nicht. Bei dem machen wir noch einmal anders, noch schneller, das heißt, wir nutzen dieses Snapshot, machen vorher, bevor wir das System patchen, machen wir ein Snapshot, Read-Only, so. Dann drehen wir diesen Snapshot wieder zum Read-Write, und dann starten wir Zipper Patch, um das Snapshot zu patchen. Okay? So, wenn das fertig gepatcht ist, dann drehen wir wieder das Snapshot zum Read-Only, aber sagen dem Betriebssystem, mach jetzt ein Reboot,
und boote in den Snapshot Nummer 3 zum Beispiel. Und wenn er, sobald er gebootet ist, ist das System auch fertig gepatcht. Ja. Das geht in dieser Docker-Host-Environment, weil Kubernetes sorgt dafür, dass die Container, die überall laufen, redundant sind. Ja, das heißt, wir können jetzt sagen, eins nach dem anderen rebooten und Kubernetes merkt das, okay, ein Container ausgefallen, ich habe eine Replika-Definition, jeder Container ist noch einmal mindestens einmal, zweimal repliziert, läuft woanders, die werden dann einfach die Aufgabe übernehmen. Ja. Ohne Auswahl, ohne Downtime. Vom Service her. Ja. Das geht extrem schnell, das ist mittlerweile so gut, diese Technologie, dass wir bei Slash 13 das voll als Update-Mechanismus einsetzen werden. Das heißt, wir tauschen das Verfahren, ich installiere ein Patch, dann mache ich ein Reboot aus gegen diesen Transactional Update. Ubuntu macht das ähnlich, aber ist anders, ja, nicht unter Verwendung von ButterFS. Wie viel Zeit habe ich noch? Vier Minuten genügt, um Storage zu erklären. Vielleicht ist Ceph das Unbekannteste für Sie. Ceph ist ein Open-Source-Projekt und wir liefern ebenfalls auf Basis, so wie OpenStack, ähnlich hier ein Enterprise-Storage-Produkt, Software-Defined, objektbasierend. Was heißt das? Also ich mag keine Slides. Ich erkläre es immer. Ich finde immer, meine Erklärung ist am verständlichsten und dann hat man in 5 Minuten ein ganzes Buch kapiert. Object Storage ist zum Beispiel, ich will eine 4 Megabyte Datei speichern, okay, in den Ceph Cluster hinein. Dahinter ist dann mein Data Store. Und diese 4 Megabyte Datei wird in 4 Stück je 1 Megabyte Objekt zerlegt. Und jedes Objekt wird durch das Hashing, so ein Algorithmus von Ceph, in eine sogenannte Placement-Gruppe zugewiesen. Ja. Und die Placement-Gruppe fragt dann den Ceph-Algorithmus, wohin soll ich diese Datei schicken? Also sprich, auf welcher Festplatte, auf welchen Server soll ich diese Datei schreiben? Und der Algorithmus sagt mir, schreibt das auf den Server 3, Festplatte Nummer 5. Okay, also jeder Server hat nicht nur eine oder zwei, sondern wahrscheinlich in der Regel 20 Festplatten. Nur die erste Festplatte ist für das Files, also für das Betriebssystem, das dort läuft, und die restlichen 19 sind für sogenannten Object Storage Dimmer. Und ich bekomme als Placement Group den Befehl vom Algorithmus Ceph, schreibt das auf den Server 3, Festplatte 4. So, dann schreibe ich das dorthin. Diese 1 Megabyte Objekt ist dann dort abgelegt. Und das ist auch rekonstruierbar, weil jedes Mal, wenn ich dann auch abfragen möchte, gib mir wieder diese Datei, das heißt, ich muss 4 Abfragen machen, weil 4 Objekte sind, um eine Datei wieder zu reassemblieren, dann sagt mir der Rhythmus auch, von wo ich dieses Objekt zurückholen muss. Ja, das ist dieser besondere Algorithmus von Ceph, okay, das kann ich nicht erklären, ja, aber man kann nachlesen, wie der Algorithmus funktioniert. Das ist auch rekonstruierbar. Das heißt, ich muss als Anwender nicht wissen, wo ich das hingeschrieben habe. Sondern jedes Mal, alle fragen nur den Algorithmus ab und der Algorithmus sagt, wohin ich das Objekt schreiben soll und von wo ich das wiederholen soll. Das ist einmal die eine Seite. Also das Ganze ist objektbasierend. Der andere besondere Vorteil ist eigentlich, warum man Object Storage macht versus Block Storage, ist, dass Object Storage höchst skalierbar ist. Das wiederum bedeutet, wir reden jetzt nicht über NAS, SAN, Fiber Channel. Ja? Wir reden über TCP/IP und lauter JBOD Server, also Just a Bunch of Disk Server. Einfache Server mit je 20 Festplatten und ich kann 20 von solchen Servern in ein TCP/IP, in ein gemeinsames Netzwerk schalten und das ist jetzt meine Object Storage Farm. Okay? So, und ich definiere dann, wenn jemand ein Objekt reinschreiben will, gibt der Algorithmus aus, wohin der schreiben soll und zusätzlich arbeitet das Ceph auf Replication-Basis. Das heißt, ich definiere im Ruleset,
wie viele Replicas generiert werden sollen. Bei einem Replicas von 3 bedeutet, wenn ich jetzt ein Megabyte Objekt ablegen möchte, werden automatisch vom Ceph noch 2 andere Objekte vom gleichen repliziert. Das heißt, ich habe in Summe 3 gleiche Objekte, die aber nie auf derselben Festplatte oder auf demselben Server liegen. Die sind verteilt. So, wenn jetzt ein Server komplett kaputt geht, dann werden von den anderen noch 2 verfügbaren Objekten automatisch der Ceph-Monitor sagt dann, opala, wieso gibt es von dem Objekt nur 2-mal? Bitte stelle sicher, dass das 3-mal gibt, dann wird es automatisch noch einmal umverteilt. Ja, also repliziert und dann auf einen anderen Server und Festplatte. Das ist der eigentliche, das grobe Arbeitsprinzip von Ceph. Und nach außen, wie kann man sowas benutzen? Also wir können uns vorstellen, das ist ein Datacenter mit lauter Racks. Im Rack sind Server und die Festplatten. Die arbeiten alle zusammen und sind redundant und sind selbstreparierend. Und wenn jetzt jemand als Nutzer darauf zugreifen will, hat er 3 Möglichkeiten. Er kann über das S3-Protokoll als Objektbasis zugreifen. Wer mit Amazon auseinandersetzt, kennt das S3. Man kann das über RADOS Block Device zugreifen, das heißt, der Linux-Kernel spricht auch RBD, also libRBD, und der KVM Hypervisor kann das auch direkt mounten. Und auch iSCSI Target kann das. Und Ceph File System kann auch verwendet werden. Das ist sozusagen, das ist jetzt meine Linux-Maschine. Ich gebe den Befehl ein, mount-t für type cephfs und gebe die IP-Adresse von einem dieser Monitor an und er connect sich zu diesem Monitor und sagt, gib mir das Wissen über dein Cluster und ich will genau diesen Pool XX auf meinem Linux-Laptop mounten. Ja. Das ist ein Ceph-File-System, ist ein Cluster-File-System. Ja. Ich kann jetzt über 3 Standorte, 3 Rechenzentrum meinen ganzen Cluster verteilt haben. Jetzt können Sie alle, jeder mit seinem Laptop, der CephF kann, zu meinem Cluster zugreifen und gleichzeitig schreiben, lesen, das geht alles. Also ziemlich redundant, skalierbar. Ja. Sie haben alle wahrscheinlich schon mal die Geschichte gehört, im Google Data Center oder Amazon, da geht einer im Data Center mit dem Scooter hin und tauscht jeden Tag Festplatten aus, wenn irgendwas kaputt ist. Das ist genau das Prinzip, das Ceph hier unterstützt. Ja. Das heißt, wenn eine Platte ist kaputt, okay, kein Problem, da muss nicht einmal ein Admin eingreifen, um die jetzt irgendwie zu löschen oder was auch machen, sondern einfach hingehen, die Platte aus, neu rein, die wird als neu erkannt. Ceph sagt, oh, ich habe eine neue Platte, so gleich Daten in seinen Algorithmus aufnehmen, in seine Berücksichtigung. Ja. Das ist also Ceph. Und die meisten Use Cases sind so Backup, Archivierung, Szenarien, wo viele, vor allem im Gesundheitsbereich, letzte Woche hat mir einer vom Spital erklärt, ein Patient hat heute ungefähr, wenn er geröntgen, der MRT gemacht ist, ungefähr 1 GB Daten und in sind das 1 TB pro Patient. Ja. Das heißt, diese Datenmenge, um diese Datenmenge irgendwo unterzubringen, nicht auf Tapes, auf Mikrofilme, dafür braucht man solche höchst skalierbare Lösung. So, meine Zeit ist um. Ich danke euch. Ich hoffe, es war einiges dabei, war interessant. Wenn es Fragen gibt. Also.